Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir sind jetzt zurück da am Start mit einer weiteren schönen Folge. Und in dieser Folge sind wir mal ganz woanders unterwegs. Wir waren jetzt ja die letzten zwei Folgen im Bärengehege oder eher gesagt im Bärenhaus unterwegs. Und da hatte ich überlegt gehabt, ne, gehst jetzt halt, machst du da jetzt erstmal nicht weiter, gehen wir jetzt erstmal wieder woanders hin. Gut, wir haben jetzt noch das Haupthaus als Baustelle, aber da werden wir noch auf jeden Fall noch hinkommen. Ich hatte aber erstmal Lust, was anderes zu bauen. Und zwar hatte ich mir so überlegt gehabt, was hat denn eigentlich so ein Zoo alles? Ne? Hat einen Souvenirshop, hat ein Restaurant, hat vielleicht Reptilienhäuser und alles. Aber was ein Hotel manchmal auch hat, je nachdem, ein Hotel. Das wird natürlich jetzt hier kein 5-Sterne-Luxushotel, davon könnt ihr ausgehen. Aber so ein ganz kleines, feines Motel einfach, wo du einfach nur drin übernachten kannst, weil für mehr brauchst du es ja letztendlich nicht. Und ich habe mir überlegt, brauchst du einfach mal eins hin. Schön mit Terrasse, kann man auf jeden Fall, denke ich mal, machen. Wobei ich sagen muss, das Gebäude werden wir nicht ganz fertigstellen. Zum Beispiel die Terrasse wird erstmal ein bisschen, ich sag mal, unverschönert da bleiben und dekoriert. Was einfach daran liegt, dass die Folge sonst wahrscheinlich eine Folgenlänge von 30 bis 40 Minuten jetzt so gehabt hätte. Und das ist ein bisschen zu lang. Also fand ich persönlich. Deswegen habe ich mir gedacht, so, jo, machst du das dann wann anders auf jeden Fall weiter. Ich weiß, jetzt haben wir dann an sich eine neue kleine Baustelle, aber gut, die werden wir alle beenden. Ist ja klar. Denn das Gebäude selber hat sehr viel Zeit in Anspruch tatsächlich genommen. Plus, wir werden in dieser Folge nicht nur das Hotel bauen, sondern wir werden auch einen neuen Gast begrüßen, und zwar eine neue Tierart. Gut, ne? Wer das Thumbnail gesehen hat, kann ich schon mal direkt sagen, wir werden einmal das chinesische Schuppentier reinholen hier in den Zoo. Braucht ja zum Glück nicht so viel Platz. Also kann man das auch gut hier nochmal irgendwo reinsetzen. Aber dazu kommen wir dann gleich. So, hier habe ich jetzt ja einiges an Felsenwand weggerissen von der Terrasse. Und das liegt einfach daran, weil ich vorher nicht ganz genau wusste, wie groß das Gehege denn werden wird. Denn zu diesem Zeitpunkt auch in der Aufnahme wusste ich auch noch gar nicht, welches Tier ich da reinsetzen möchte. Ich wusste auf jeden Fall, es wird kein großes Tier sein. Hatte dann währenddessen immer schon mal überlegt gehabt, was man da reinsetzen könnte. Aber wie gesagt, wusste nicht, wie groß mache ich das Gehege eigentlich. Ne? Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, das Gehege wird relativ klein bleiben, weil ne, das Schuppentier braucht jetzt nicht viel Platz. Auch nicht, wenn es dann ein paar von denen sind. Ne, sie sind da recht genügsam, das ist sehr praktisch sogar. Deswegen wird sich da dieses Eckchen auch nochmal ein bisschen verändern, aber das werdet ihr dann sehen. Thank you.
Während ich hier gerade nochmal so ein paar Felsen platziere, kann ich auf jeden Fall erzählen, wofür das Hotel dienen wird. Natürlich, primär soll es als Schlafplatz für die Besucher dienen, ne? Was du natürlich jetzt im Spiel nicht so machen kannst, aber gut, ne? Man muss ein bisschen auch sich was vorstellen können. Aber auf jeden Fall ist das Hotel auch was anderes da. Denn das hat auf jeden Fall das gleiche gemeinsam mit dem Hauptgebäude und dem Bärenhaus. Und zwar wird dieses Gebäude dafür auch genutzt, um von einem Biom ins andere zu kommen. Ne, wenn ihr wisst, wie ich meine. Wir haben ja das Hauptgebäude, von da kommst du ja in jedes mögliche Biom hin. Das ist auf jeden Fall der Plan. Wenn du durchs Bärenhaus gehst, kommst du ins Arktis-gemäßigte Gebiet, sondern die beiden Gebiete da. Und wenn du durch das Hotel gehst, was auf der ganz anderen Seite der Karte ist, kann man ja vielleicht schon munkeln, wo es dahin gehen wird. Und zwar Richtung Savanne und Wüste. Hier fange ich jetzt gerade an, so ein bisschen die Rezeption schon mal ein bisschen vorzuplanen. Ein bisschen, das wird sich auch hier nochmal drin ändern, aber das ist jetzt wirklich nicht viel. Ich hatte auf jeden Fall die Idee gehabt, dass ich so einen Infostand da reinsetze, so die als zur Rezeption irgendwie dient. Genau, wenn du dann da die Treppe hochgehst im Gebäude, kommst du dann halt zu den Zimmern und halt zur Dachterrasse.
Hier bei der Stelle gerade hatte ich mir tatsächlich kurzzeitig mal überlegt, sowas ähnliches wie Efeu einfach ranzubringen, wobei das ist jetzt ja kein Efeu gewesen, aber halt irgendwie eine Pflanze da an die Wand zu setzen, die so halt auch einfach aussehen soll, einfach wie eine Pflanze, die irgendwo hochwächst. Schlussendlich habe ich tatsächlich aber jetzt mich dann dafür entschieden, wobei erstmal habe ich überlegt, jo, machst du erstmal einen Erdhintergrund dahinter, ne, weil, ne, ergibt ja Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, als ich den Erdhintergrund dann dahinter gesehen habe, oh, kannst du doch eigentlich so lassen, ne? Sieht doch eigentlich ganz nice aus. Und, et voilà, es ist so geblieben. So, hier drin hatte ich so ein kleines Fiasko, sage ich mal, einfach so ein kleines Dilemma einfach. Denn hier geht es jetzt ja Richtung Savanne und Wüste, deswegen müsste man so langsam vielleicht auch schon dann hier so das, die Innenausstattung so langsam vielleicht da anpassen dran. Aber die Säulen, das war, weiß nicht, der Raum war mir ein bisschen zu eng und die Säulen, das waren mir einfach zu viele. Deswegen werde ich tatsächlich den Raum gleich noch ein bisschen anpassen, sprich der wird gleich noch ein bisschen größer einfach, aber dazu kommen wir gleich.
So noch ein paar Mosaikfliesen an die Wand gesetzt. Ich finde, das sieht ganz schick aus. Und damit kommen wir auch schon zu Ende dieser Folge. Ich freue mich natürlich, dass euch diese Folge Planet Zoo gefallen hat. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Habt ihr einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.